Hallo und willkommen zum Mila Beach Report. Heute in Frankenberg beim A-Top-Turnier. Neben mir steht das Beach-Duo Helmut Klaas. Marvin, erstes Spiel verloren, zweites gewonnen. Erzähl mir ein bisschen was vom ersten Spiel, warum wir das verloren haben. Wir waren noch nicht so richtig präsent auf dem Feld, würde ich es mal nennen. Also wir hatten große Probleme in Annahme und Zuspiel, was uns dann letztendlich, glaube ich, einen Sieg gekostet hat, weil wir einfach zu wackelig im Sideout waren und einen Gegner dadurch nicht so gut unter Druck setzen konnten. Gegen wen habt ihr gespielt? Gegen Holler Schümann. Toni, das zweite Spiel habt ihr jetzt klar gewonnen. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Gegen wen und wie habt ihr die jetzt unter Druck gesetzt? Boah, ey, wenn ich mich richtig erinnere, hießen die Müller Steinke, oder? Ich weiß nicht so richtig. Im ersten Satz haben wir spannend gemacht und dann haben wir 15-13 gewonnen, war viele Eigenfehler gemacht, aber dann im zweiten haben wir unser Spiel gemacht und dann irgendwie zu 6 gewonnen oder so. Jetzt sind wir drin und jetzt geht es so richtig los. Seid ihr das erste Mal hier in Frankenberg auf einem A-Top-Turnier? Nein, ich war vor 2 Jahren mit Axel Ziete hier. In der Saison habe ich zwar noch mit Tim gespielt, er hatte aber keine Zeit und ich glaube vor 3 oder 4 Jahren habe ich auch mit Tim hier gespielt. Was sagt ihr zu der Location mitten im Grün? Ja, ist ganz schön, aber ist ein bisschen matschig leider an einigen Stellen. Marv hatte auch schon eine Stunt-Einlage vorhin mitten im Spiel, ist er irgendwie hingefallen im Graben und dann haben wir den Punkt auch noch gemacht. Aber sonst wunderschön, also echt schön grün. Euer persönliches Ziel hier für das Turnier? Naja, ich denke, dass wir bisher noch nicht so ganz unsere Leistung gezeigt haben und jetzt erstmal schauen müssen, dass wir im Laufe des Turniers besser reinkommen. Und das nächste Spiel weiß ich noch gar nicht. Wir hatten jetzt nicht so viel Zeit zu gucken, aber das nächste sollten wir, glaube ich, noch gewinnen und dann halt schauen, dass wir auch gegen bessere Gegner wieder unsere Leistung abrufen können. Dann müssen wir einfach schon Spiel zu Spiel schauen. Jetzt kann man nicht so richtig ein großes Ziel jetzt festmachen. Einfach mal gucken. Wenn wir euch in diesem Jahr auch auf der Smart Beach Tour wiedersehen? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren jetzt auch auf Norderney, sind da 9. geworden und wir sind bei jedem Turnier dabei, auf jeden Fall. Okay, kennt ihr schon euren nächsten Gegner? Nee, habe ich gerade eben schon gesagt. Okay, dann noch viel Erfolg, dann sehen wir uns bei den nächsten Interviews und bei den Spielen. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüssi.